Na, was für mich das Spannende war oder ist an dieser Geschichte, ist, dass jeder so eine Schuld mit sich trägt oder mit sich herumträgt. Weil, dass er das nicht sagt mit diesem Betrug, sie will das ja auch nicht wissen oder sie will es nicht spüren oder nicht wahrhaben, weil sie ja selber so eine große Schuld mit sich trägt durch den wirklich verantwortungslosen Umgang ihrem Partner gegenüber, dass sie da diese Adoption so forciert hat. Und das hat sie ja nie mit ihm besprochen. Das ist ihr großes Geheimnis und ihre große Schuld, die sie in diese Beziehung mit einbringt, weil so sehr sie das Kind liebt, so sehr weiß sie natürlich auch, was sie ihrem Partner damit für eine Verantwortung aufgebürdet hat, dass das eben kein gesundes Kind ist, das irgendwie leidenschaftlich und fröhlich und lustig und entspannt aufwächst, sondern dass das Kind halt eine Bürde mit sich bringt. Und das ist schon auch krass, ne? Das hat mir überhaupt sehr großen Spaß gemacht an dieser Frauenfigur, dass die so, finde ich schon, so ein paar Klischees auslässt, die man durchaus hätte bedienen können und die diese Figur aber gar nicht notwendig hat. Und das finde ich spannend. Die ist nicht eifersüchtig auf die junge, knackige Nachbarin. Die ist nicht eifersüchtig auf sie als Frau. Sie ist auch nicht eifersüchtig auf sie als potenzielle Kindes... wie nennt man das? Kindeszugänglerin. Also die findet das toll, dass ein Mensch auftaucht, der plötzlich etwas in ihrem Kind auslöst, was sie nicht auslösen konnte. Und ich glaube, dass es durchaus einer Realität entsprechen könnte, dass es Menschen gibt, die auf so etwas eifersüchtig sind und nicht so positiv reagieren. Und das hat mir so gefallen an dieser Figur, dass die wirklich für das Kind denkt und für diese Familie denkt und nicht irgendwie in so Kleinigkeit, also in dieser Neidfalle so stecken bleibt. Und das fand ich super, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich habe das große Glück, dass ich so verschiedene Sachen machen darf. Und bei mir, ich weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben. Das ist so, wie man Liebe nicht beschreiben kann, weißt du, so dieses, wenn man jemandem in die Augen schaut und man weiß, ah, da ist eine Verbindung da, ja? Egal, ob das jetzt die Verbindung ist zu einem Mann oder zu einer Freundin oder, also so eine Verbindung zwischen Menschen. Und eigentlich ist es genauso mit Büchern. Das ist so ein unerklärbares, ich weiß nicht, das ist, ja, man kann es eben schwer in Worte fassen, aber es macht irgendwie so Klick. Und man hat sofort eine Fantasie zu einer Figur. Oder ich merke es auch oft, wenn ich das Buch gelesen habe und dann durch die Stadt gehe und dann irgendwas sehe und man sofort denkt, ah, das könnte, das, so, also wenn die Figur in mir arbeitet, ohne dass ich jetzt bewusst drüber nachdenke, das sind immer die besten Zeichen. Weil dann beginnt mein System, sich auf das einzustellen. Also es gibt so einen bewussten Vorgang, der auch dazu gehört und den man auch macht, aber bei mir ist irgendwie, ich bin halt schon eher so ein Bauchmensch und ich ertappe mich dann immer wieder dabei, dass bei mir die Hauptarbeit eigentlich, oder nicht die Hauptarbeit, aber dass sehr vieles unterbewusst passiert. Weil ich Figuren, sobald ich sie lese und mein System sie angenommen hat, beginnen die irgendwie so ein Eigenleben zu führen. Und die sind auch also Teil der Realität dann. Also ohne, dass die jetzt irgendwie stören, aber die gehören dann schon auch irgendwie dazu. Sie werden Freunde. Vor ein paar Wochen Gedanken drüber gemacht, was die nach der Arbeit kommt man dann so, wenn so einmal ein paar Wochen frei sind, kommt man dann so zum Überlegen und Reflektieren, wo stehe ich gerade, wie ist gerade mein Zugang zum Beruf, wie empfinde ich das gerade alles, was ist passiert, was hat mir gefallen, was nicht. Und ich habe mir große Gedanken darüber gemacht, wegen Maikäfer fliegt, das ist jetzt zwar ein anderer Film, Entschuldigung, aber ich bin im Nachhinein draufgekommen, dass ich den Film, dass das mein Vater ist, den ich da gespielt habe. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass das mein Vater ist während dem Spülen. So, weißt du, also so funktioniert. Aber danach war mir völlig klar, aha, I see, ich habe gar keine Mutter erzählt, sondern einen Vater. Ich kann zum Beispiel nicht auf die Ausspiegelung schauen, während man arbeitet. Weil ich dann automatisch, Eitelkeiten kann man nicht ausschließen. Und wenn ich mir selber beim Spielen zuschaue, schaue ich auf Falten, Doppelkinn, unvorteilhafte, das ist so. Ja, du schaust einfach auf diese Dinge und ich will mich davon nicht ablenken lassen, weil es mich aus der Geschichte rausbringt. Und ich kann das erst nachher. Und insofern, ja, beim Spielen ist für mich, das ist die Geschichte und die geht ihren Weg und da passieren dann Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Gewisse Dinge kann man vorher sich überlegen, aber anderes passiert
Das ist, darum stehe ich so drauf, weil das im Moment stattfindet. Im Moment, dieser Moment nur so sein kann, wie er ist, durch all die Menschen, die rundherum sind, durch den Ort, wo man ist, durch das Wetter, das das beeinflusst. Das finde ich so geil am Film, dass so viele Menschen einen Film machen und dass alle diese Energien auf diese Momente konzentriert sind. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das kann man sich auch nicht überlegen.